Also nochmal eine Ehrenrunde. Einmal TÜV in Japan. Und da drüben sind die, ja, das ist diese Garage, ne? Und da fahren die Jungs dann durch und dann die verschiedenen Stationen. Weiß nicht genau, was hat er gesagt? Abgas, einmal den Speedmeter bis 40 km/h, Licht einstellen, habe ich natürlich, ja, habe ich natürlich versemmelt. Naja, gut. Also heute einmal TÜV in Japan oder auch Shaken auf Japanisch, Vehicle Inspection, ihr kennt das ja. Also nachdem jetzt die große Frage von wegen, ob ich jetzt zum BMW Dealer soll oder ob ich das selber mache oder wie auch immer, nachdem wir campen gewesen sind und ich jetzt letztens mit ihm nochmal unterwegs war in Roppongi, das war leider auf dem englischen Channel, hat der Chef gemeint, hätte ich beinahe gesagt, dass anstatt das Bike bei ihm abzuliefern für 40.000 Yen, könnte ich einfach aufkreuzen, wenn er sowieso da ist und er würde dann mit mir da durchlaufen, in Anführungsstrichen, er würde die Maschine nehmen und da durchfahren, weil die ganzen, Mensch, wie heißt das denn auf Deutsch? Verdammte Scheiße nochmal. Was man da so alles machen muss, ne, an jeder Station, das ist alles auf Japanisch und die Prüfer sprechen nur Japanisch und er hat gemeint, er nimmt mich da durch. Hab das dann natürlich alles bezahlt. Das waren jetzt knapp 27.000 Yen, die Versicherung und das ganze Gemüse. Wie gerade eben schon gesagt, den Lichttest habe ich versemmelt oder hat das Motorrad versemmelt. Das hat mich dann einmal 1000 Yen zum Einstellen gekostet. Obwohl er gemeint hat, den Lichttest, der wird irgendwie immer versemmelt. Keine Ahnung, ob sie da ein bisschen Geld dran verdienen wollen, wa? Jetzt muss ich halt nur noch sehen, dass ich meine Bremsen irgendwie geregelt kriege. Er hat sich die gerade eben angeguckt und hat gemeint, die sehen eigentlich gut aus, die Bremsen. Die Bremsbeläge sind okay. Die Bremsflüssigkeit ist quasi halb. Und er hat gemeint, da einfach mal ein Auge drauf haben. Aber es lohnt sich nicht.
da großartig Geld für hinzulegen anscheinend. Insofern hat sich das jetzt erstmal gegessen. Jetzt werde ich demnächst eventuell einen neuen Sitz bestellen, da ich letztens erst gehört habe, dass dieser Sitz, den ich drauf habe, anscheinend ein extra niedriger ist. Das heißt also, die ganzen Bikes, die hier verkauft werden in Japan, ich habe das, meine ich, schon mal irgendwo erzählt, die ganzen Bikes, die hier vertickt werden, das sind alles niedrige Sitze, ne? Vom Werkhaus, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe dann online mal geguckt, das fand ich auch wieder recht witzig. Und zwar ist das so, na, nun fahr doch zu, du Schnarchbacke. Das ist wohl so, dass die ganzen Sitze, die hier von BMW und so weiter und so fort verkauft werden, dass die alle niedrig sind. Und ich habe das auch sehr lustig online gesehen, auf Yahoo Auction hier in Japan. Die Standardsitze, da steht teilweise in der Beschreibung drin, dass Europa Standard, Japan hoch in der Beschreibung. Und mein Sitz ist wohl ein niedriger Sitz. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, ob das irgendwann nochmal einen neuen gibt. Das sind wohl um die 3 cm. Ne? Und wenn ich jetzt in Deutschland einen normalen bestelle, neu bestelle, 250 Euro. Und für 3 cm, ich komme so im Moment gut genug damit zurecht. Das stört mich eigentlich weniger. 250 Euro, dann wieder hierher schicken lassen und so weiter. Und das kekst mich gerade ein bisschen an. Ich habe jetzt geguckt im Internet, dass man irgendwelche Touring-Sitze oder so bekommt, ne? Und die kosten ein bisschen mehr, ne? Ob das jetzt ein bisschen was Vernünftiges ist, das weiß ich nicht, das muss ich mal sehen. Gar nicht, wo ich hier gerade bin. Das ist immer das Geile. Man will mal irgendwo hin und man vertraut dem Navi immer schön. So mit Karte, das kannst du hier echt vergessen. Wo ich hierher gefahren bin, hat das Navi gemeint, ob ich eine andere Route fahren sollte, da die Route, die ich gespeichert hatte, wohl mehr Verkehr hat oder so. Da bin ich echt sehr überrascht worden. Zwischen den Feldwegen durch und, oh Mann, das ist immer ein halbes Abenteuer. Ne, also wo bin ich jetzt? Ne, er lebt jetzt so Saitama die Ecke. Ich denke mal, es wären TÜV-Stellen dichter bei mir zu Hause gewesen, allerdings kannst du das ja auch vergessen, ne? Also ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Das wird jetzt noch lange genug dauern, bis ich nach Hause finde. Das Verkehr haben wir hier, wie ihr sehen könnt. Und mir fällt wieder der Ast ab. Ich bin hier in Japan gewesen.